Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight und wieder im Perk-Bild-Roulette. Oh, Willi. Joche. Ja, Felix möchte gerne voll die Unterstützung haben. Er legt zu dir, pass auf. Und hat darum für mich eine Supporterin ausgewürfelt. Das heißt, Vigil, also Nachtwache, Bindung, botanisches Wissen und Anführer. Genau, damit kann Darius mich perfekt unterstützen, denn ich spiele als der schnelle Blitz. Das heißt Sprintboost, schnell und leise, Leichtgewicht und Nachtwache. Also ich bin jetzt ein doppelter Supporter. Einmal unterstütze ich dich einfach, weil ich in deiner Nähe bin. Ja. Und wenn du dann, wenn da der Killer kommt, hast du einfach einen Abgang und ich stehe da einfach so noch so allein auf weiter Flur. Genau. Ruin? Ja. Okay, dann gehe ich mal suchen. Du solltest mich eher supporten. Okay. Hier, du bist schneller. Also, für mich ist kein Ruin, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Für dich ist kein Ruin? Nein, für mich ist viele Freude Eierkuchen, ne? Okay, dann musst du Generatoren machen. Dann suche ich lieber nach dem Totem. Okay. Ich suche noch einen Totem. Ich gucke auch in diesen seltsamen Map-Ecken, ne? Ja. Ich meine, solche komischen Sackgassen manchmal. Das ist auch ganz gerne hinten am letzten Ende. Ja, ich. Okay, hier ist ein normales, mache ich aber auch gleich mal weg. Das ist eine Notvorbeugung. Ja, bei einem Hinterwäldler ist das so eine Sache, aber. Ne? Der. Ja, hier. Ich hab das schon oft genug bei dir erlebt, dass du an einem Gen sitzt und 2 Meter weit ist das Totem. Ja, na dann zerstör die Totems. Ja, ich hab grad hier nochmal die Umgebung gecheckt, aber hier ist wirklich nichts. Oh, hier im Haus sind sogar 2 Totems. Was leuchten? Was? Nee, 2 normale. Da hinten in der Ecke und hier. Okay. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Okay, ich glaube, vorhin hatte jemand ein Totem zerstört. Großartig. Okay, er ist jetzt hier bei mir. Ich habe das Totem gefunden, es ist auch im Haus. Was? 3 Totems in dem Haus. Was? Voll der Totemswarm. Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay. 1, 2 und das hier 3. Das ist das Haus der Totems, oder was? Stell dir mal vor, der 3 Totem-Perks. Du bist voll am Arsch. Hast du 1 gefunden, hast du alle gefunden. Na, wenn du 3 Totem-Perks hast, kannst du deine 3 Totems super easy verteidigen, ne? Ja, das stimmt auch, aber. So, Ruin steht nicht mehr. Er kommt erst bei mir. Ja, ich nehme ab. Schluss damit. Wow. Wurde sich selbst befreien. Ich glaube, er fliegt zurück. Hm, denke ich auch. Ja, lauf, 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 Mädel. Lauf mal, lauf. Dann hole ich mir mal schnell eine Heilung von der. Mia. Wow. Oh, der hat, glaube ich, der hat eine super schnell aufgeladene Säge, ne? Ich hätte gedacht, der hat eine bessere Steuerung, aber kann doch sein. Vielleicht auch das. Ja gut, bei mir hat er es, er kam halt angesägt, habe ich nicht so mitgekriegt, wie schnell er auflädt. Hm. Okay, nee. Damit hat er nicht gerechnet. Sprint Boost. Du wirst gejagt? Ja. Okay. Dann nehmen wir schnell hier die. Okay, die wollen die nicht heilen lassen. Okay. Vielleicht hat die ja die verletzten Perks. Ja, vielleicht will sie auch erstmal den Generator durchknippeln.
kann auch sein. Ja. Okay, der Billy ist hier bei mir in der Nähe. Zumindest gewesen. Jetzt sieht er, glaube ich, in eure Richtung. Ja. Okay. So, als schneller Blitz, habt ihr ja gesehen, bin ich immer ganz schnell auf flinken Fuß unterwegs. Kaum ist der Killer da. Sprintboost. Kate. Genau. Na, die Kate kann nicht so leicht verschwinden wie ich mit schnell und leise und Leichtgewicht. Weiß nicht, was die hat. Naja, aber bestimmt nicht so was Tolles wie den schnellen Blitz, ne? Ach, die. Bei Kate glitschen bei mir manchmal so die Haare. Das sieht richtig scheiße aus. Wenn du die auch noch siehst mit Bindung. Plötzlich hast du über den ganzen Bildschirm gelbe Riesenhaare. Okay, das ist gruselig. Zack. Oh, ein großer, hä? Na klar. Aber ich bin weg, Darius. Wer jagt dich? Oh nein. Oh, ich bin an der Mauer hängen geblieben, aber er hat sich selbst ausgetrickst. Ach, glitchy Haare. Was passiert hier? Meins. Er will sägen. Glitchy Hair. Billy jagt mich. Billy fragt mich. Veräppelt. Ja, aber er jagt mich verloren. Nicht mehr. Ja, er hat sich kurz verloren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, ich bin langsam durch das Fenster gestiegen und plötzlich kommt der Typ um die Ecke gesägt. Okay, das Tor bei dem Gen ist auf. Okay, das ist mal wieder präzise wie ihr und je. Welcher Gen denn? Da, wo wir gerade waren. Ach, bei dem? Dahin war ein Tor? Okay. Ja, da war direkt ein Tor daneben. Okay, ich gehe trotzdem mal Richtung Kühlturm, da ist vielleicht auch noch ein. Ich mache hier gerade einen Dance und. Okay, die ist raus. Nee, hier ist kein Spiel. Er ist in der Mitte. Okay. Bei dem Haus. Okay, er kommt okay. Zu mir. Ich sehe das Tor, aber ich laufe jetzt erstmal langsam. Dadurch regeneriert sich mein Erschöpfungszustand. Au! Hat er noch eins auf den Platz gegeben? Ja. Vielleicht haut er jetzt ab. Weil jetzt denkt er, bist beim anderen Tor. Ja, er ist weggesägt. Das andere Tor ist auch offen, da ist die. Ja, da ist die andere Tor raus, ne? Ja. Oh, das war eine spannende Runde gerade eben. Boah, ich habe 8000 in Ziele, ey. Ja. Nicht mal ein Pip. Okay, warte, ich schau gleich mal. Ich habe einen Pip, ich habe einen Double Pip. Gold, schillernd, Gold, schillernd. Also hast du immer gerettet, ne? Hab ich einmal? Ja, ich habe einmal gerettet. Ja, es hing, glaube ich, nicht mehr. Die Kate war der einzige, die hing. Die hast du dann gerettet. Vielleicht habe ich Schläge getankt. Er hat mich auf jeden Fall lange gejagt, deshalb habe ich hier in gejagt werden, schillernd. Ich habe ein bisschen gerettet, deshalb, okay. Mich verwundert das auch. Ich meine, dass ich schillernd und ungebrochen habe, ich lag nicht. Das ist klar, aber okay. Ich nehme es. Ich habe 8000 Punkte in Ziele, also Maximum. Ja. Und habe nur Silber in Lichtgestalt. Okay, das ist komisch. Das ist aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich das Totem zerstört habe. Wobei, das kann eigentlich nicht sein. Ja, aber trotzdem, ich habe 8000 Punkte in Ziel. Das heißt, ja Ausgangstore und Regeneratoren machen. Was hast du denn sonst noch zu Ziele? Ich verstehe es auch nicht. Oh, guck mal, der hat geschrieben, lucky with the map. Naja, ja. Das Fenster war ziemlich ärgerlich, denke ich, für ihn. Mhm. Ja, ich bin auch noch nicht... Die haben habe ich sogar ganz alleine durchgeknüppelt. Die haben das Pip-System ja ein bisschen verändert, aber... Ja, aber das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, Angel habe ich alleine durchgeknüppelt, ganz alleine. Ja, da hättest du mindestens Gold haben sollen. Naja, ja, eigentlich schon, vor allem, weil ich 8000, also ich habe Maximum in Ziele. Wer weiß. Ich krieg nur Ziele durch Generatoren und Ausgangstore, was anderes kriegst du ja keine Ziele. Vielleicht ist es noch ein bisschen verbuggt oder so. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so rätselhafte Erfahrungen mit dem Emblemsystem habt.
Ja, seid ihr auch manchmal so am Arsch wie Darius oder habt ihr auch manchmal Glück und könnt euch nicht erklären, warum, so wie ich? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao, ciao.